Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, wieder mal hat einer mir geschrieben und mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir einfach mal ein Musikvideo zu geben. Und zwar schrieb der Onkel TV: Yo, Tero, gib dir mal von Haftbefehl Generation Aslak. Bevor ich das Video überhaupt anmache, ein ganz kurzes Statement zu. Ich kenne zwar Haftbefehl, aber ich kenne kaum seine Lieder, ehrlich. Es hat einfach keine Gründe, kam einfach nicht dazu, dass ich mir den angehört habe. Es gibt so gewisse Lieder, die kennt man, ja. Aber ansonsten habe ich kaum was von ihm bis jetzt sonst angehört. Deswegen ist das für mich neu, auch das Video ist für mich neu. Und den Track kenne ich auch nicht. Da bin ich mal gespannt, was da der Haftbefehl rausgehauen hat. Ich weiß aber, dass das Lied, der Song, das Video schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Mittlerweile, glaube ich, 1,5 Jahre oder 1 Jahr alt. Aber das macht nichts. Man lernt ja immer wieder was dazu. Deswegen bin ich gespannt. Und schon mal ein Danke voraus an den Onkel TV, der mir geschrieben hat. Vielen, vielen Dank. Ich werde versuchen, mich an jedes Lied ranzumachen, was ihr mir schickt. Also, los geht's. Generation Aslak. Also bei Haftbefehl weiß ich, dass die Videos geil sind, das weiß ich einfach. Also wie gesagt, ich habe schon ein paar gesehen, die waren immer geil. Arama Frizo. Welch hin, welch her, Tsunami oder was? Schere links, der de Def, Christian von Abi Haft. Ich tick weiter Abia und mach mal Sari Schnapp. Para Pagareko, Mani her Amena. Knack weiter Manitas, Monikas Anitas. Schwani hat Stalitscha, geh deine Mami fragen. Ruf den Sani-Arzt, deine Stech mit nem Haki-Glas. Durch den Adidas-Anzug von deinem Batikan. In meiner Welt zählt nur Gianni. Das war voll übertreibend. Klassik heißt Money. Aber in Frankfurt wie in Hamburg Dari. Auf der Ripperbank hieß er Ari. Nummer Trick wie Buba Ali. Und mein Bruder Kack im Rimka in Pari. Fick die Amis, fick Talib Kuali. Denn der Mutsch ist weg von meinem Bruder Abdi. Aslak Talika. Bro, woher kommt der Benz von Bro? Woher kommt das Geld von Bro? Die West von Doron, so am Jun. Du gehörst zur Aslak Generation, komm schon. Aslak Talika. Bro, woher kommt der Benz von Bro? Woher kommt das Geld von Bro? Die West von Doron, so am Jun. Du gehörst zur Aslak Generation, komm schon. Aslak Talika. Das habe ich noch nicht gehört. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass das gut ist. Ist echt gut. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten ab und zu so seine Aussprache zu verstehen. Ich glaube, da seid ihr so ein bisschen meiner Meinung. Könnte auch daran gelegen haben, an an der Bearbeitung von der Stimme. Könnte auch gewesen sein. Ich weiß es nicht. So ein paar gewisse Sachen da müsste ich mich wahrscheinlich noch zwei, dreimal so musste ich da reinhören. Dann würde ich das wahrscheinlich verstehen. Ansonsten ist das was ich noch dazu sagen will, ist, der Hauch hat so ein bisschen, also der Beat hat so einen Hauch von, wie soll ich sagen, so Bushido-Flair. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber jetzt hat so einen kleinen Bushido-Flair. Ich finde den echt geil, so ein bisschen so oldschool-mäßig, richtig gut gemacht. Also Respekt an Haft. Der hat es ja eh geschafft. Also somit ist das, kann ich nur Respekt sagen.
Danke für das empfohlene Lied. Es ist ein schönes Lied, es ist ein geiles Lied. Ich werde es pumpen, auf jeden Fall. Ich werde mir das Lied öfters mal reinziehen, weil ich will auch verstehen, was er so sagt. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag noch, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und so weiter. Dankeschön, auf Wiedersehen, tschüss.